Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Bad Reels. Heute mit etwas ganz Besonderem und zwar Let's go, let's go, let's go. Images of Mai. Ja, von, wie heißen sie? Moors of Scotland? MOS, ja. Moors of Scotland aus Paderborn. Eigentlich quasi direkt heimatverbunden bei uns um die Ecke. In diesem Fall mit dem Glengorm Castle drauf. Also es ist eine Serie. Images, kann man letztendlich sagen, wo Bilder drauf sind. Aber keine Distillen. Ja? Also man sagt immer, es ist ein Herkunftsgebiet bei dieser Abfüllerserie. Mit einem typischen Bild drauf. In diesem Fall eben das Glengorm Castle von Mai. Glaubst du, es wäre legitim, wenn nee. Ich einen Whisky rausbringen würde, den ich, wo ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal St. Kilian New Make nehmen würde, also den in Fass tun. Das wäre nicht legitim. So, dann 3 Jahre warte, dann fülle ich den ab. Und dann nenne ich meinen Release Images of McAllen. Und mache ein McAllen-Bild dazu. Aber ich nenne nicht Scotch. Nee. Warum ist denn das nicht legitim? Nee. Was ist das für eine Antwort? Ich brauche einen Paragraphen. Ja, ja, also McAllen ist ja keine Herkunftsregion. Was willst du da draufschreiben? Das ist der Fantasiename meiner Flasche. Geschützter Herkunftsbegriff. Ich glaube, wir werden schon verklagt, wenn wir hier den Namen sagen. Und das ist Video für diesen Müll. Kurze Schätzfrage. Sorry, Mal ist. Schätz mal, wie viele Fässer McAllen aktuell ungefähr im Portfolio hat, im Besitz? Ich sag mal 800.000. Du weißt ja, Balvenie hat ungefähr 3 Millionen. 1 Million Fässer gehabt. Ach, 1 Million. Willst du nochmal korrigieren mit dieser Information? Ja, dann sage ich 500.000. 350.000 ungefähr. Mhm. Okay. Ja, ist so. Fair. Viel Sherry. Fast nur Sherry würde man denken. Stimmt ja. Aber nicht. Auch ein bisschen Ex-Bourbon. Und die behaupten ja, dass sie nur die besten Fässer haben. Na klar. Also, ja, es gibt ja welche, die bilden sich sehr, sehr viel auf ihr Getreide ein. Und dann gibt es viele, die bilden sich sehr, sehr viel auf ihre Fässer ein. Die gehören eher zur zweiteren Fraktion. Aber um die geht es hier gar nicht. Ja? Es geht ja um die Isle of Mull. Und was könnte denn hier dahinter stecken? Whisky-Fans, aufgepasst. Da gibt es auf jeden Fall eine Gin-Distille. die könnten das vielleicht sein. Wobei, der ist ja schon ein bisschen älter oder so. Nee, wir sprechen über Tobermory Ledjack. Das könnte sein. Das ist ja eine Marke von denen. Ne? Die Torf-Serie quasi. Und ich glaube, dein Guess ist ziemlich legit. Hat er nicht gesagt. Okay. Der hat 53,2%. 297 Flaschen. Das ist die Flasche Nummer 57. Steht jetzt zumindest drauf. Ich denke, das wird sein. Ja, gut. Ja, geil, ey. Das ist Flasche. Also wenn es nur 200 irgendwas Flaschen davon gibt, dann crazy, muss ich schon sagen. Aber gut. Ja, was hat die Serie sonst noch so an sich? Ich meine, die wird immer mit 53,2 abgefüllt, beziehungsweise wird versucht, fast stark zu sein, immer so bei dieser Prozentanzahl ungefähr. Und es wird gedreht. Gut wer bewertet. Für den schlechten Part zuständig ist. Och, herrje, jetzt wird es aber spannend. Das ist relativ eindeutig. Ja. It's you, my dear friend. Was soll ich dazu sagen? Ich bin für den schlechten Part zuständig und es geht direkt schlecht los. Ja, vor allem mit deinem Mikro, wenn ich das so sehe. Hei, hei, hei. Leben am Limit. So besser? Ja, besser. Ja? Gefällt mir. Entschuldigt bitte. Und das war auch der schlechte Part von mir. Ja, jetzt geht's gut weiter. Alles klärchen. Nee, kommen wir mal zur Nase. Schöne Nase. Schöner Antritt. Fruchtig. Alkohol kommt ein bisschen durch, ja, doch. Aber ey, wir haben 53%. Ich finde es sehr, sehr floral. Ein bisschen leicht salzig, aber auch. Ja. Ein bisschen wie so ein bisschen Seetang auf dem Blumenfeld. Und das ist die charmante Sache, wenn du leichten Torf drin hast. Du hast jetzt nicht diese kohlige, schinkenspartige Rauchbombe, sondern hast einfach Rauch, der das mal positiv untermalt. Das ist so geil. Mit floralen Noten ist das harmoniert so brutal gut. Also meinetwegen hätten sie auch einen Sherry reinballern können einfach. Bam. Fett Torf, Fett Sherry. Das wäre geil, ja. Floral, leicht rauchig.
Aber der macht das schon gut. Muss man sagen. Ganz schön alkoholisch, muss ich aber auch sagen. Also der ist so ein bisschen wie ein Hohlkörper, ja. Der Alkohol bläht das so ein bisschen auf. Aber ich habe so ganz Salted Karamell, irgendwie so ein Keks, der damit gefüllt ist. So, ja, doch, doch, aber Salted Karamell auf jeden Fall. Also, das habe ich da schon extrem. Schön flüssig. Aber so eine leichte Kälte mit drin. Ja, es könnte tatsächlich weniger Alkohol sein, ne? Ich sag das nicht oft, aber in diesem Fall fast so ein Ja. bisschen zu viel. Dieses Florale geht aber durch diese leichte Rauchunterstützung fast hin zu so einem tannigen Charakter schon wieder. Feine Ist Sache. aber eine nette Nase, muss man Ey, sagen. ich habe richtig Bock, den zu trinken. Richtig, richtig Dann Bock. gönnen wir es dir doch. Komm, Slanche. Slanche war. Lecker Schmecker. Aber ganz schön heftiger Abtritt. Wir hatten ja schon mal einen Lecek 18 Jahre im Gläschen. Paar. Hatten wir das nicht sogar im Video? Ja, das auf jeden Fall. Das wollte ich sagen. Schön aus der Holzbox, pipapo. Ich glaube, wir hatten den. Wenn, dann wird er jetzt hier verlinkt. Der ist ja bei dem einen oder anderen hier nicht so gut angekommen, wenn ich mich recht Nee. entsinne. Dabei war der ganz gut. Das war auch wieder so ein Hohlkörper. Ja, viel Rauch um nichts. In diesem Fall gefällt es mir aber deutlich besser. Ich muss aber auch sagen, Schöner schottischer Vertreter. dieser Abtritt ist, also der Abgang ist auch wieder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also er hält nicht wirklich lange an, ist relativ scharf. Und dann ist er einfach weg. Also im Geschmack lasse ich mich noch dazu hinreißen, zu sagen, ey, der ist gut, der kann schon was, aber im Abgang verliert er mich. Ich finde, der hat so ein bisschen Getreidenoten auf jeden Fall, die da mitschwingen. Das fällt mir sehr schwer. Also ist kräuterig. Es fällt mir sehr schwer, den in Worte zu fassen, wie der schmeckt. Es ist ein wirklich schönes, warmes Mundgefühl. Ich finde, der macht wirklich Spaß im Mund. Es ist so ein bisschen wie, ja, wie ich bin auch beim Getreide. Wenn man wirklich auf dem Feld an so einem schönen Sommertag lang geht, so einzelne aus dem Weizen Getreide rausholt und darauf rumkaut. Und wenn das dann ein bisschen pietet wäre, da bin ich. Das wird dann auch so leicht süß. Ein bisschen Rauch ist natürlich dabei, auf jeden Fall. Und dann richtig schön warm. Das hat er für mich. Ja. Floral auch. Aber im Geschmack ist es viel zu schnell weg. Und dann auch leider zu scharf für mich. Also das mit dem zu scharf finde ich jetzt gar nicht so, kann ich gar nicht so bestätigen. Also klar, Alkohol ist nicht perfekt eingebunden oder ne, hat sehr viel Alkoholprozente einfach. Und da kann auch der Torf dann jetzt hier nicht drüber wegtäuschen, aber der Torf ist auch sehr dezent, ne? Und da malt das hier einfach Absolut. ganz schön und du hast trotzdem diesen Whisky, der da einfach sich noch profilieren kann mit diesen floralen Noten auf jeden Fall. Aber ich muss echt sagen, in der Nase hat er sowas, so eine schöne Säure, die gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, Alkohol ein bisschen zu viel, aber danach fällt es mir sehr schwer, den zu beschreiben. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wie gesagt, getreidig, aber da Der fehlen hat mir echt so halt ein bisschen die Aromen, was da. Umami. Also so ein bisschen wirklich dieser herbe, salzig-süße Charakter. Nee, ich habe auch meinen Faden verloren. Perfekt, das wollte ich erreichen. Raus bin ich. Perfekter Whisky, wolltest du sagen, Nee, ne? also ganz ehrlich, der hat leicht, also im Geschmack muss ich sagen, gefällt er mir gut. Leichte Salzigkeit, schön floral, leichte Süße, leichte Rauchigkeit, aber es ist alles sehr leicht. Ja, über diese Leichtigkeit könnte er auch ein bisschen mehr haben. Das Einzige, wo er dann wirklich nicht mehr leicht ist, ist der Alkohol. Und das ist ein bisschen schade. Ich finde halt, der erinnert mich tatsächlich ein bisschen an so
den ein oder anderen Bruchladdy-Vertreter. In so einer gewissen Fasskombination. Der hat so echt schöne, sehr florale Noten in der Nase. Wirklich gefällt mir sehr gut. Aber ansonsten ist es einfach nicht mein Whisky. Muss ich doch einfach mal geschehen. Also, ich würde ihn mir, glaube ich, nicht kaufen. Es ist das Fazit zu allen Lechecks, die wir je Ja, hatten. es ist so. In unserem Shop des Vertrauens gibt es einen Mitarbeiter, der absoluter Lecheck Ultra ist. Stimmt, ja, stimmt. Und der darf jetzt bitte gern mal weghören, aber Lecheck, ja, ist Gut, kein Mehrwert. wir hatten jetzt auch noch nicht keine zwei Hände voll, Nee, wer ne? weiß, wie viel. Und Preis-Leistung ist immer fair, muss man auch Ja, das sagen. ist so. Aber. Komm, lass uns zur Benotung. Mir fällt's echt schwer, hier ein bisschen außerirdisch, blumig und so weiter, Getreide, da noch was rauszuschmecken. Das Problem haben wir an jedem Video. Ist so, ist so. Nee, dann kommen wir zur Benotung. Und zwar. Ich kotze kurz. Also, ich finde ihn am stärksten tatsächlich im Geschmack. In der Nase gebe ich ihm 84 Punkte. Im Geschmack bleibe ich auch bei einer 84. Finde ich deutlich besser. Zu 85 reicht es aber nicht. Aber im Abgang bin ich auf einer Lada 81. Bei mir ganz einfach. Bei mir reicht es für eine 85 in der Nase. Und dann geht es runter. 85, 83, 81. Und ich habe es ja schon gesagt, Kaufempfehlung. Ohne den Preis zu kennen, ist es nicht. Der Klassiker, kauft ihn nicht. Auch nicht für 5 Egal, was der Euro. kostet. Ist Nee, ich er. glaube, er kostet so 40, 50 Euro. Boah, das wäre schon fast 50. wieder fair. Aber das spricht ein bisschen dafür, dass er jünger ist, weil es auch Ja, dann für den ja. Getreide und so weiter spricht. Also. Ist auch nicht mehr überall erhältlich. Also ein Ja, paar sind auch gut. auf Lager. Das Ding ist limitiert auf 257 Flaschen. Und eine haben wir hier von stehen. 297, sorry. Ja. Streng limitiert eigentlich, ne? Also Tja, absolut. für einen Lecheck Ultra ist das natürlich Naja, Pflicht. also hier die Malts of Scotland und so weiter, das sind gute Dinger. Ja, ne, er macht ja das, was er spielt, das macht er gut. Ist einfach nur nicht Ja, mein Ding. So. rein subjektiv. Gibt es Ich bin andere, die haben ehrlich, uns mehr ich bin ehrlich. überzeugt. Ja, Ja. ist so, ist so. Ja, super. Also in diesem Sinne, wir freuen uns aufs nächste Video mit euch und bleibt uns gewogen. Bis dann.